Gefeiert hat auch die Stadt Ludwigsburg und zwar mit einem großen Festakt ihren 300. Geburtstag. Zu dem Anlass kamen am Freitag unter anderem Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Altbundespräsident Horst Köhler nach Ludwigsburg. Sie trugen sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Im vollbesetzten Forum am Schlossplatz in Ludwigsburg sagte Köhler, er habe hier eine Ahnung von Heimat erfahren. Der Altbundespräsident kam nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtling nach Ludwigsburg. Vor 300 Jahren hatte Herzog Eberhard Ludwig den Ort zur Stadt erklärt.